Und damit geht es weiter mit der Duellberg-Story. Ja. Part 3. Areal 21 bis 30. Ah, willkommen. Hier beginnt Areal 3. Bist du bereit? Gut, dann geht es los. Ja. Ich weiß gar nicht, was wollte ich denn jetzt sagen? Im letzten Part. Habe ich doch schon irgendwas angesprochen. Und ich habe es vergessen. Super. Ich bin ein wahres Genius. So, wenn das jetzt 25 bis 30 ist, dann ist 35 bis 40. 40 bis 45. 45 bis 60. Ich kann schon nicht rechnen. Also das ist 25 bis 30. 30 bis 35. 35 bis 40. 40 bis 45. 45 bis 50. Bis 55, 55 bis 60 und 55, 65, 60 bis 65 müsste das. Der stärkste Trainer müsste seine Pokémon auf Level 65 haben, meine ich. Was für ein Kämpfer. Wie wunderbar, in diesem Kampf spürte man die Kraft der Jugend. Ich war auch mal so wie du. Die Kraft der Jugend. Hörst du das, Sensei Guy? Tut mir leid, aber hier geht es nicht weiter für dich, Jungetchen. Sensei Guy, hast du das gespürt? Die Kraft der Jugend, sie fließt in mir. Guy Sensei! Zwei Kilias. Oh Gott. Ich weiß echt nicht, was ich jetzt letzten Part sagen wollte. Ich kann jetzt auch nicht während der Aufnahme gucken. Kommt ein bisschen blöd. Yeah. Was wollte ich jetzt gucken? Ich hab's tatsächlich vergessen. Warum ist Ampharos manchmal total schnell? Manchmal überhaupt nicht. Vor allem Ding jetzt paralysiert und ist einfach schneller als jedes andere Pokémon. Und Paralyse setzt eigentlich den Initiativwert runter. Was hat das Alter nur aus mir gemacht? Eine alte Frau? Die kurz vorm Kollabieren ist. Hast du keinen Respekt vor alten Leuten? Doch. Aber was hat das mit Respekt zu tun, wenn ich dich fertig mache? Hoho, Pokémon-Kämpfe werden mit Kraft entschieden. Oh, ein Stor Junior. Ja, scheiße, ich glaube, das bringt nichts. Egal, wir versuchen es trotzdem. Ich meine, Fampi wäre ein Boden-Pokémon, deswegen wird das, glaube ich, nichts bringen. Sehr schön. Level 35. Das war klar. Scheiße. Upsala. So.
So, Flammenrad auf Funpi. Donnerwelle was? Also auch nichts. Egal, dann greife ich halt nur mit die Gelava an. Hork. Du mich auch, Hork. Aber wenn es um Kraft geht, dann verliere ich nicht. Sollen wir gemeinsam ein paar Liegestütze machen? Verspiss dich. Ich werde dir zeigen, was ein echter Pokémon-Kampf ist. Tu das. Tu das. Doppelte Effektivität. Ampharos ist ein ganz Pokémon, ganz komisches Pokémon. Du hast mich geschlagen. So, nach dem kurzen Schnitt, das ist dass ich tatsächlich jemanden finde, der mir etwas über Pokémon-Kämpfe beibringt. Ja. Und ich weiß natürlich schon wieder nicht, worüber ich gesprochen habe. Wie immer eigentlich. Nimm mich nicht auf die leichte Schulter, nur weil ich ein Kind bin. Ich weiß auch nicht, was habe ich den letzten Part ansprechen wollen? Nicht die Level. Egal. Irgendwas wollte ich ansprechen. Krass. Dass ich sowas immer vergesse.
Ich hab's tatsächlich vergessen. Aber es nervt mich schon, dass ich hier wieder schneiden muss. Heute war ich einfach nicht in Form. So. Du bist also derjenige, der von mir Unterricht haben will. Ey, leitet die immer mit ihren scheiß Lehrern. Was ist los mit euch, ihr Japsen? Das ist doch nicht normal. Flammenrad darauf und Donnerblitz auf Hunduster. So. Ein Biss, okay. Flammenrad. Mal gucken, ob Donnerblitz was bringt. Ich bin mir da nicht sicher. Ich denke nicht, aber mal schauen. Flammenrad, Donnerschock. Und das Lavitar ist erledigt. Oh, ein Lavitar hätte ich gerne. Als Anfangs-Pokémon. Oh, das wäre mega nice. Wenn der Lehrer verliert, was ist das denn für ein Unterricht? Ja. Die mit ihrem scheiß Lehrer, ne? Hast du nicht Lust, meinen Posten als Lehrer zu übernehmen? Nein, auf gar keinen Fall. Ich würde niemals Lehrer werden. Alles eine Frage der Einstellung. Los, greif mich an. Nein, das ist auch keine Frage der Einstellung. Ich würde niemals Lehrer werden wollen. Niemals. Ich glaube, das ist so etwas... Ne. Das könnte ich, glaube ich, nicht. Also, ich weiß dann jetzt nicht, ob ich dafür überhaupt geeignet wäre. Ne, Lehrer, das ist so... Boah, ne. Nee. Auf keinen Fall, Lehrer. Tut mir leid, dass ich gerade nicht sage, aber ich bin gerade. Ja. Muss man nicht verstehen. Es ist einfach so. Manche Dinge musst du einfach hinnehmen. Genoki. Genoki, deine Einstellung stimmt. Okay, wenn du das sagst, Genoki. Dann werde ich dir mal glauben. Anscheinend ist meine Einstellung nicht ganz korrekt. Ich würde einfach nur sagen, der Wille ist stärker. Mein Wille ist stärker. Alles klar, dann wollen wir doch gleich mal kämpfen.
Ich weiß echt nicht, was ich sagen sollte. Oh Gott, ey. Bald ist es soweit. Bald entwickelt sich mein Pokémon. Bald haben wir es geschafft. Bald haben wir es tatsächlich geschafft. Genau. Du mich auch genast. Es gibt ja einen Charakter in Gothic 3, der Genar heißt, nur mit der geschrieben. Jetzt hast du es mir aber gründlich gezeigt, Santo. Auf geht's, lass uns einen tollen Kampf hinlegen. Los, gnadenlos. Kleinstein und Flugkiefer, okay. Dann weiß ich ja jetzt schon, welches Pokémon mir nichts bringen wird. Aber ich mache erstmal Flammenrad hier drauf und Bombosat. Das hätte ist vielleicht doof gelaufen jetzt. Hätte ich vielleicht nicht tun sollen. Level 36. Ja, Spezialangriff und Initiative. Naja, Igelava könnte bessere. Könnten bessere Werte haben. Das hat gute Werte. Spezialangriff 88. Ja. Genau. Du mich auch. Und jetzt ist es wieder schneller, Alter. Was ist das denn? Das sieht schlecht aus. Das Pokémon darf auf keinen Fall verlieren. Egal. Haut. Kommt schon hin. Sag ich doch. Jetzt ein Trank wäre doof gewesen. Und jetzt kommt die schöne Entwicklung. Ey, könnt ihr mal aufhören zu heulen? Bidubidum. Hey, Igelava entwickelt sich. Tornipto. Da ist es, unser Tornipto. Ich habe zwar verloren, aber das war ein toller Kampf. Nächster Posten. Willkommen, ich bin Milva. Und ich werde... Milva. Und ich werde dir für den Abschluss von Areal 3 zur Verfügung stehen.
Na super, Wasser-Pokémon. Aber Tynipto müsste stärker sein. Ja, auf jeden Fall. Ein Krebschor. Tarnung. Typ normal. Egal, ist trotzdem K.O. Ach, so lange haben wir noch gar nicht. Ich dachte, ich hätte schon mindestens eine Dreiviertelstunde drauf. Mein Timer läuft ja währenddessen weiter. Aber, naja. So schlimm ist es noch nicht. Goldini, Goldini. Da machen wir ein Flammenrad und da ein Donnerblitz. Der Ruckzuckhieb. Du hast 4 KP meinen Pokémon abgezogen. Tynipto ist einfach geiler. Ist einfach so. Ist auch viel größer als Igelava, wenn man jetzt die Größe vergleicht. Da ist es. Bravourös. Bravourös gemeistert. Wirklich, mit deinen Fähigkeiten muss ein Trainer es bis hierher schaffen. Vergiss nicht, die Poké-Coupons in der Station abzuholen. Und jetzt geht's in den Vulkan. Im nächsten Part. Ja, Poké-Coupons 400, sehr schön. Weiter. Gut, und dann gucke ich in der Zeit mal nach, was wir im letzten Part gemacht haben. Bis dahin, ciao und bis zum nächsten Part.